so der Fail? Fragezeichen. Yep. Ich bin lost. 54. Folge bei Happy Farms. Ja. Wir haben den Job. Wir sind nebenberuflich als Polizist auf Altkirch. Also ich freue mich schon eigentlich auf die Zeit als Polizist. Und ich denke, wir fahren gleich mal rum und checken die Leute ab. So, erstmal checken, dass das blaue. Gut, ich sag mal nicht. Gut, dann fahren wir. Also ich freue mich schon. Na, dann fahren wir mal ein bisschen hin und her. Also, dass er jetzt noch als Polizist nebenbei tätig ist, ist auch schön. Zurzeit laufen es eigentlich so ganz gut in Alice. Ja, komm, fahr an, Mercedes. Ja, da schauen wir jetzt einfach mal. Erstmal direkt mal nach, würde ich sagen. Und wir kommen uns dort um in der Gegend. Ah, ich freue mich schon. So. So. Dann fahren wir mal gemütlich. Ach Gott, hier oben leckt's wie dieses, wie der letzte Computer, ey. Ja gut, der rennt jetzt auch zum ersten Mal hier oben. Asbach sind wir hier. Asbach. So. Na. Ich hasse zurzeit diese Technik hier. Alter, yo. So, hier oben sollte ich aber jetzt nicht so viel rumfahren. Jetzt ist circa 50. 80. Plus hin und daher. Ja, habe ich glaube ich nicht mehr verfahren. Na super, ey. Direkt verfahren. Dann drehen wir mal direkt und fahren zurück. So. Irgendwie ist es schon ein geiles Gefühl. Aber mein. Dafür wollen wir uns jetzt auch gut revanchieren. Also. Bin auf 70 runter. Also das Server leckt gerade echt leicht. Richtung einfach. Und da werde ich jetzt natürlich schon ein bisschen strikter aufpassen. Verkehrskontrollen machen, ja. Das denkt, dass ich auch wirklich. Gut, aber auch mal. Wir schauen einfach mal, was uns so im Alltag jetzt von Alkir als Polizist erwartet.
So, kreuzen. Natürlich versuchen uns jetzt als Polizisten einen guten Ruf erstmal einzuarbeiten. Ich hatte gar keine Ahnung, was man was Skiffy so gemacht hat. Dann Blinker aus. Ja. Wir schauen einfach mal jetzt. Gemütlich durch die Landschaft fahren. Ist doch mal gemütlich. Ich muss irgendwie mit Karte fahren, weil sonst weiß ich gar kein, habe ich gar keinen Plan, wo wir sind. Ach ja, gemütlich, gemütlich, gemütlich. So. Ach ja. Ach ja. So, fahren wir mal gerade was durch. Das ist jetzt schon, mein Lenker funktioniert halt gerade nicht, deshalb fahre ich gerade mit der Tastatur hin und her zu tippeln. Warum zum Henker steht hier um ein LKW? Da machen wir jetzt mal direkt erstmal unseren Umfunzel an. Wir sichern das mal von hinten ab. Na, was ist es? Wahrscheinlich ein Gemeinde-LKW, ne? Ha, ha, ha. Vermisst jemand einen Schneeschieber? Bei Feld 33. 26. Vermisst jemand mal Fahrbahn. Fahrbahn. Warte, das muss ich mal schauen. Ski, wir machen zwischen 32 und 34. Ja, 32 und 34. Fahrbahnsperre zwischen 68. Ja, gut, muss ich kurz. Vermisst. Was ist das? Vermisst jemand zufällig einen LKW von der Gemeinde? Einen Schnee. So, ich schalte jetzt kurz mal ab. Da hat der komische. Ach Gott. Nee, jetzt ohne. Typ, der von Nebaran kam, Müller oder so. ja. Gut, Spedition. Streckensperren zwischen
zwischen 32 und 33. Fahrbahnsperrung zwischen 32 und 33. Wir spielen erstmal gleich hier erstmal hier um die Fahrbahn. Ach Gott, ey. Liegt hier einfach ein Emmer in der Gemeinde. Tu mir rufen. Jetzt warte ich mal, bis die Leitung von der Spedition mir frei ist. Na toll, Müller oder so. Na toll, ist der Müller. Ja gut, jetzt muss ich kurz warten, bis die Leitung frei ist. Da steht schon eigentlich blöd. Jetzt warte ich kurz, Mann. So, dann bleibt schon mal hier weiter stehen. So. Da steht Eich. Wald. Ich habe mir gerade keine Schlüssel. Deshalb müssen wir jetzt auf die Spedition warten. So. Na komm. Also ich muss warten, bis die Spedition frei ist. So. Du. Mir hat gar nichts zu tun. Ach, ja. Gut. Na super, ey. Ein Müller hatte ihn. Wenn er mal Rennstände hätte, würde ich jetzt nicht sagen, aber mit auf der Farm ist nur was anderes. Oder, da fahre ich doch mal den Alex Stein. Ach, oh, nee, der ist doch weg. Oh. Ist der Alex Stein da? Ja. Warte. Kurz mal, sonst gleich mal den Steinarm. Das warten wir kurz mal. Vielleicht wird der Leiter mir gleich frei. Alex Stein. Channel geswitcht. Hallo. Grüß Sie, Herr Stein. Jörg Wagner. Also. Guten Tag, Herr Wagner. Ja, eher gerade nicht im LU sind, sondern im Gemeindesinn gerade unterwegs. Vermissen Sie gerade zufällig einen LKW, der von der Gemeinde in den MAN? Nö. Weil laut Angaben ist ein Schneeflug-LKW hier oben bei der 33. Ja. Haben Sie zufällig laut den Schlüssel da, dass Sie den wegfahren können, weil der steht mitten auf der Straße? Ich habe keinen gebraucht, aber ich glaube, mein Kollege hat einen gebraucht. Ja, der Hans Müller, ich weiß. Und ja, vielleicht dadurch, dass Sie ja auf einem Hof sind, wäre es ja natürlich jetzt super, wenn Sie den Schlüssel vom LKW hätten. Ne? Oder wahrscheinlich hat das der Kollege Hans Müller wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich, ja. Na super. Aber den habe ich schon seit 2 Wochen nicht mehr gesehen. Na gut, dann muss ich ja die Spedition gleich beauftragen, den einmal abzuschleppen zu lassen. Wen? Die Spedition. Dann alles klar, dann danke und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Channel geswitcht. Na super. Gut, dann warten wir einmal bis Vitali Smirnau frei ist. Ah, super. Naja. Immerhin haben wir was erwischt. Ah, super, ey.
Na super, Möller. Mann, gar keine Schlüpfung. Natürlich können wir aber auch nicht einfach hier so stehen lassen. Ach ja. So, huch, so das Falsche. Sind die gerade vielleicht zusammen unterwegs? I don't know. Telefonieren höchstwahrscheinlich. Oh, na super, ey. Das hat immer halt anders vorgestellt. Gut, aber mei. Kopf hinauf. Kopf hoch. Gut. Dann müssen wir halt wohl warten, bis es hier frei wird. Im Griff sieht der Brennscheiben. Vorne und hinten auch gut. Alter. Da. Channel geswitcht. Mirnov? Grüße Sie, Herr Mirnov. Jörg Wagner hier. Grüße Sie. Grüß haben Sie gerade Zeit zum Abschleppen? Von was, wie, wo? Also hier bei Feld 33 steht einem Schneepflug-LKW, wo der Müller den zuletzt gefahren hatte. Und der Herr Stein hat keinen Schlüssel und der steht mitten auf der Straße. Könnten Sie da den abschleppen? Ding ist, mein Tieflader ist gerade in der Wartung. Ich werde aber mal mit dem Werkstattsprinter vorbeikommen, weil ich habe einen Ersatzschlüssel für den, der dann zur Seite fahren. Ja, gut, dann. Sind Sie vom Rinderhof oder? Nein, normalerweise würde ich jetzt bei der Karschwache arbeiten, aber zurzeit bin ich als Polizist noch nebenberuflich aktiv jetzt. Okay, gut, dann frage ich mal Moretti, ob man den bei dem abstellen kann. Soll halt was verlangen. Jo, alles klar. Jo, dann bis gleich, würde ich sagen. Jo, bin unterwegs. Jo, alles klar. Channel geswitcht. Gut, perfekt. Ach ja. So. Ach ja, es ist so gemütlich. Auch mal ein bisschen mal nichts zu tun zu haben. Das ist auch schön. Naja, was soll man wirklich auch gerade groß tun? Ah, ich liebe den Job jetzt schon, muss ich ganz ehrlich sagen. Ach ja, ach ja. Dann warten wir mal auf den Spediteur. Ja, ich brauche einen anderen Klingelsound. Ach ja. Ist es mir noch ein schon unterwegs? Ist er denn eigentlich? Na ja, gut. Ach ja. Immer sind sie das Beste auszufangen, ne?
Und soll ich jetzt halt immer nach einem anderen Klingelton suchen. Gut. Ja. So. Deswegen ist es auch in den Klingelton, weswegen ich diese Musik verwenden muss, weil ich da ich nicht weiß ganz genau, ob die so prickelnd ist. So. Dann warten wir mal kurz, bis sie kommen. So, gut. Dann sehen wir es kurz mal. So. Gut, jetzt haben wir jetzt auch einen gescheiten Klingelton. Dann warten wir mal gemütlich auf den Herrn Smirnov. Smirnov. No, I don't know. Dann kommt da her, das Smirnov. So. Channel geswitcht. Moin! Moin. So, ich muss mal gucken da hinten, weil ich habe mit der Gemeinde da so einen Abschleppwartungsvertrag da. Kann sein, dass ich da eine. Wenn ich meine Tür zukrieg. Kann sein, dass ich da so ein. Dass ich hinten eine Ersatzschlüssel vorne muss mal gucken, welcher das ist. Das ist ein MAN TGS noch was. Ja gut, das ist. Mein Gott, Fahrzeugnummer. Ach, der da. Mhm. Den habe ich schon 10-mal abgeschleppt diesen Winter. Oh Gott. Ja, das ist unser Sorgenkind. Also wenn es ganz doof läuft, der springt jetzt auch gar nicht an. Oh nee, ey. Das ist unser Sorgenkind. Aber ich bin nicht ohne Grund mit dem Werkstattbus gekommen. Okay. Weil es gibt ziemlich genau 2 Winterdienstfahrzeuge und einer steht bei mir auf dem Hof. Und der andere steht auf der Karsprachacker, das weiß ich. Ja gut, dann gibt's 3. Und dann gibt's steht einer auf der Herrschbacher-Kraha und dann steht. Ja, das war so klar. Oh, Mann. Der Herr, ja. Moment, ich komme mal kurz mit. Ich fahre da kurz mit dem Bus vor. Ja. Mal kurz weggucken, weil ich fahre mit offener Tür. Naja, ist eh abgesperrt, deshalb. Nee, jetzt bin ich im abgesperrten Bereich. Ja, zwischen 2 und 3, weiß ich. Also so blöd, ich hätte hinten auch nicht mal parken können in Müller, ne? Ja, also. Oh, das Mann. Ding ist. Okay, wie bin ich jetzt. Okay, jetzt wird's jetzt wird's langsam cringe. Ich kann durch Türen laufen. Okay, So, Überbrückungswägele. Oh ne, ich muss den halt. Weißt du, warum ich MAN hasse? So. Sag mal. So. Guck. Houdini, meine Armee kann durch Türen laufen. Siehst du da den Batteriekasten? Ja. Das da? So. Mhm. Ich würde ihn zwar gerne aufmachen, aber MAN war der Meinung, oh, lass auf dem Batteriekasten die Treppe bauen. Oh Gott. Dass der Abschleppservice super schwer hat, wenn du überbrücken musst. Ich muss jetzt Ding erstmal hier auseinanderschrauben. So, das Ding weg mit. Ach super, ey. So, Startergerät. So, wenn wir Pech haben, hat das auch keinen Saft mehr. Ach Gott. Dann müssen wir schieben. Und das wird dauern, würde ich mal behaupten. Nee, ich schieb den mit meinem Sprinter weg. Oha. Er läuft. So, ja, nimmst du mal den. Sag mal. Nimmst du mal den. Moment. Hey!
Ey, ich stehe in Timbuktu. Wo steige ich ein? Sprinter. So, jetzt. Kannst du mal das Batterie-Ding wegmachen, weil dann fahre ich den gleich weg. Warte, Moment, was soll ich jetzt? Was kurz machen? Ich bin gerade überfordert. Denn das Batterieladegerät von mir da wegfahren. Ja, wegmachen. So, ist ab, ist auf einmal ist es weg. Oh nein. Oh nein. Nein, nein, nein. Wenn es das. Ich muss mal ganz kurz mein Laptop anschließen. Wenn es das ist, was ich vermute, dann wird das Ganze hier noch eine längere Geschichte. Weil wenn es das ist, was ich vermute, ist die Lichtmaschine am Arsch. Oh no. Und ohne Lichtmaschine. Und die Dinger sind ja so geil, ohne Lichtmaschine fahren die nicht. Oh Gott, das ist ja noch mehr die Hölle. Erster Arbeitstag schon. So, schließen wir mal das ganze Ding an. Ja, ist es so gut? Alk und Ding sind drei. Erstens Batterie leer, zweitens jetzt vielleicht Lichtmaschine. Nein. Na gut, ich vermute mal, ja, Batterie ist leer, Lichtmaschine. Also ich vermute mal, dass es Lichtmaschine ist, weil der geht nicht ohne Grund direkt aus. Ja. Oh Gott, guck, sehen Sie das? Die Lichter von dem Fehler wird immer länger. Was hat der Müll damit gemacht? Sag mal, dass das Ding überhaupt noch anspringt, wundert mich. Ja gut, das ist immer die von 10 Fehlermeldungen stimmen eine. Also es sind immer so ein paar Fehler. So, jetzt lösche ich mal die Fehler raus. Okay, er läuft schon mal. Jetzt machen wir mal Belastungstest, machen mal alles an, was leuchtet. Okay. Das war falsch. Ich bin mit dem Ding noch durch, ich weiß nicht, was ich machen soll. Gut, jetzt machen wir mal alles. Gehen wir mal durch mein Sprinterdach. So. Ja, super, ey. Jetzt muss ich mal ganz kurz hoffen. So, jetzt das Batteriewägele anschließen. Mein Batteriewagen fährt er ja, denke ich mal. So, jetzt machen wir mal. So. Können Sie mal den Batteriewagen mitschieben? Keine Sorge, ich fahre nicht weit. Vor allem, ich fahre nicht schnell. Recht, ja. Einfach mitschieben, weil ich fahre das jetzt mal zur Seite, hänge das Zeugs ab, weil dann kann ich auf der Straße besser, kann ich das Führerhaus kippen. Ja. Und kann somit die Lichtmaschine tauschen, dann sollte das Ding auch mal fahren. Aber wie gesagt, dazu muss das Schiebeschild vorne weg, weil sonst kann ich das Führerhaus nicht kippen. Ja, super, ey. Ja, ich meine, okay. Wird dann wenigstens die Straße ein bisschen freier. Ja gut, ich tue es auf der Straße machen, wenn ich Öl verliere. Ich habe keine Lust, dort den Bauern Ding zu zahlen. Das Öl und so. Weil ein bisschen Öl geht da verloren. Gut, ich habe zwar Ölwanne dabei, aber wisst ja nie, wo es hinläuft, ne? Ja. Deswegen. So. Na danke, dass ich schön eingequetscht werde. Danke auf jeden Fall. Oh, ja gut, Polizisten braucht ja keiner. Schönes Wetter hier. Ja. So, jetzt nehmen wir mal hier vorne den Prügel raus. Keine Sorge, ich will sie nicht schlagen, ich will nur das Führer rauskippen. Pum, 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 pum. Oh, das ist immer so anstrengend. Weil hätte die Gemeinde 30 Euro mehr investiert, dann würde das ganze Ding elektrisch laufen. Nein. Elektrisch? Was denn das? So. Ja. Nein. Immerhin sind wir mal positiv, man spricht das Licht, dass man sieht. Man sieht mich und ich sehe was. Das ist mir. Aber Moment, ich pack den ganzen mal um. Aber Moment, ich muss mal ganz kurz den Toni anrufen. Ja. Benutzer hat deinen Channel verlassen. Ah, super, ey. Was für ein Glück habe ich heute, ne? Also ich habe echt heute Glück, ne? Ah, geil.
Ach ja, ach ja. Warum immer muss mir sowas passieren? Ein Sorgenkind ist ja immer wieder typisch. Benutzer hat deinen Channel betreten. Was ist? Ich bin doch kein Abstellplatz für den Müllers, ich habe ja schon was von den Müllers rumstehen. Uff, naja, gut. Warte mal. Jetzt. Wohin? Dann mit dem Ding? Maschine raus. Oh, siehst du das? Das Ding ist normalerweise 21 Grad in zwei Händen ab. Interessant. Ich wundere es nicht mehr, dass es nicht läuft, ne? Ja, naja. Ich frage mich echt, was der Müller mit dem Ding gemacht hat. Jetzt gib mal zurück. So, Sekunde der Wahrheit. Was denkst du? Ich hier, halt Abstand. So, machen wir hier erstmal, sichern wir uns erstmal ab. So, noch bleibt er laufen. Ich packe erstmal mein Zeugs zusammen. Ja. Und danach wohin mit dem Ding? So, mal aufs, ins Rinderhotel vor, fahre ich denn. Also das ist nicht weit, weit weg von hier, ein paar Meter. Ja. Aber recht, wenn du mir hinterher fährst, weil ich habe keine Lust zu meinem Sprung daher zu laufen. Ja, dann fahr wenigstens ordentlich ab. Ja, Moment, lass mich erstmal zumachen hier und mein Zeugs verpacken. Machen wir jetzt mal das mein Sprinterle zur Seite. Und das Schild machen wir kommt mir auch gleich wieder an, ne? Ja, ja, klar. Gut. Ach Gott, ey, die Müller, ey. Also der Müller. Gut. Nebelscheinwerfer können wir anlassen, das ist mir egal. Sieht man zumindest mal ein bisschen. So, gut, dann. So, machen wir erstmal Licht an, dass wir was sehen, was arbeiten. Ja. Ja, ne? Dann schaue ich mal Sperrung auf. Die oben bei 32 und genau 22. So, Challenge, das ganze Ding rückwärts fahren. Warte, ich muss jetzt noch mal den Motor anpfeffern. Gut, dann ja, ha, Alter. Also nur sinnvoll, ich fahre das ganze Ding jetzt rückwärts, ne? Ja, gut. Beep. Piep, 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 wie schnell fährst du, wie schnell fährst du denn überhaupt? 15 km, 14, 15 km/h so in dem Dreh. Ah, super, ey. Piep, 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 piep. Ja, das kannst du nicht, der Polizist, ne? Nee, das kann ich nicht. Oder noch nicht. So, übermorgen sind wir dann weiter. Ah, geil. Naja, irgendwie habe ich keine nervigen Rückfasser und wie sie. Piep, 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 piep. Ach, Moment. Gott. Oh, ich sehe beim Toning den Lanz stehen. Oh, na super, ey. So. Gut, hat man auch nicht alle Tage. Jetzt LKW fahren auf russische Art. Vorwärts kann jeder. Ja, das kann halt wirklich jeder. Meep, 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 meep. Eigentlich sollte man ja mal mitten auf die Hofeinfahrt von denen stehen. Alles, was jetzt in die, alles, was jetzt auf irgendeinem anderen Hof von denen steht. Aha. Schau mal an, was hier noch steht. Hier steht noch ein anderer Polizeiwagen. Ja, moin. Das ist der vom Skiffy Wolves, ja, denke ich mal. Ja. Ist interessant, dass der. Dass ich ein anderes Blaulicht vorne drauf habe als der Skiffy. Könnte ich die umbauen, tatsächlich. Aber wahrscheinlich, dass wir das nicht verwechseln miteinander. So, dann mache ich kurz noch dicht. Ah! Ey, noch einmal. Ja, ich habe keine Lust, eine G-Klasse zu bezahlen. Nochmal so. Als kleine Randinfo. Ja, Gott. Gut, So. Was jetzt mit dem Kack-Ding passiert, ist mir egal. So.
Dein Ding ist beiseite gefahren. Bayern, so jetzt bin ich mal gespannt, ob du einen Beifahrersitz hast. Halleluja! Das ist aber eine schöne Vollausstattung, wo du jetzt Halleluja! Ja, ja. Immerhin hast du ein Lenkrad, wo du gescheit angucken kannst, aber sonst. Hatte der, wo es Blaulicht angebaut hat, ein paar Aggressionen, oder? Ja, anscheinend. Okay. Also gut. Gut, jetzt mal positiv. Du kannst jeden Blitzer abweisen. Ich habe keine Ahnung, wie schnell ich gefahren bin. Ich hab sogar das Ding meine Taro-Anzeige hier drin. Ja, gut, das ist natürlich schon für mich ein bisschen nervig, aber mal. Hey, da steht ein Sprinter, komm denn immer mit. Also, wenn ich auch dein Sprinter ist, gut, dann hau rein da. Nicht hingucken, ist nicht meiner. Also, ja, gut, dann ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Jetzt gehen wir mal hoch. Benutzer ja, hat deinen Channel verlassen. So, und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge, Leute. Euer Türkiswolf. Ciao, ciao.